wenn wir die Welt verstehen wollen und retten wollen, sollten wir so das Minimum wenigstens wissen, was die Welt ist. Und auch ein Minimum darüber wissen, wie Menschen sind und was bei Menschen, was es über Menschen Neues gibt. Ja? Wie groß war unser Gehirn vor 4 Millionen Jahren durchschnittlich? Was ist unser Gehirn denn heute? Ja, wie groß ist es heute? Durchschnittswert? Ja? Es wird in Hubraum gemessen, also in Kubikzentimeter. Mittlerweile sind es, glaube ich, bei 1400 Kubikzentimeter. Und ich glaube, damals waren es so um die 800. Also vor. Ja, also heute sind es durchschnittlich 1,35, also sehr genau 1,4 Liter. 1,35 Liter Hubraum haben wir. Und vor 4 Millionen Jahren müssen wir davon ausgehen, dass es die Größe wirklich so ähnlich war wie bei Gorillas und Bonobos, so ungefähr so der Halbliterbereich, ja, so ungefähr. 800 kam dann später, ja, die Durchgangsphase. Ja, wie groß war das Gehirn vor 30.000 Jahren? Irgendjemand eine Idee? Ich müsste raten. Ja, dann helfe ich euch. 1,5 Liter merkwürdigerweise. Das heißt, wir stellen fest, dass irgendwas in unserer Evolution, obwohl wir doch eigentlich große Gehirne dringend brauchen, neue Technologien, neue Erfindungen, neue Innovationen, jetzt zum Beispiel neue Energiequellen, Sonnenenergie, eigentlich brauchen wir größere Gehirne, ja, also können wir gut gebrauchen jedenfalls. Wieso geht das seit 30.000 Jahren zurück? Woher sind denn diese Daten, diese Erhebungen, diese Wissenschaft? Also bei manchen Sachen kann ich wirklich nur sagen, dass das zig Evolutionsforscher herausgefunden haben, zum Beispiel dann in Arte berichtet wurde in mehreren Fernsehsendungen, und dass es darüber also immer wieder Dokumentationen darüber gibt, dass also die Menschheit im Moment so ein bisschen dabei ist, weniger klug zu werden. Und das ist ein Problem für alles, ja? Weil wir... An den Hilfsmitteln, die wir uns gebaut haben. Wir haben halt dafür gesorgt, dass wir nicht mehr aus eigener Kraft manchmal denken müssen, sondern wir haben Mathematik erfunden zuerst, um es uns einfacher zu machen. Wir haben das Rad erfunden, um es uns einfacher zu machen. Wir mussten nicht mehr so viel nachdenken, wie kriege ich das Stück Fleisch jetzt zum Lagerplatz. So. Ich kann euch noch einen Tipp geben. Es kann auch teilweise damit zusammenhängen, dass zum Beispiel unsere Ernährung und viele andere Gifte so einwirken. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn man viele Drogen konsumiert, kann das Gehirn auch schrumpfen, phänotypisch. Wobei wir dann jetzt unterscheiden müssen, was ist Genotyp, also was kommt von der DNS-Veränderung und was kommt eher durch Vergiftung. Entscheidend ist erstmal nur für jetzt, für unser Gespräch sozusagen nur, dass man sich mal klar macht, hoppla, wenn wir wirklich auf dem absteigenden Ast im Moment sind, weil vielleicht unsere Zivilisation der letzten Jahrtausende und so weiter so verrückt war, dass sie auch vieles durcheinander gebracht hat. Das wäre nicht so toll, denn wir müssen ja große Probleme lösen im Moment. Ja? Also, und jetzt ganz kurze Frage. Kennt jemand den Begriff Glockenkurve und Gaußsche Normalverteilung? Irgendwann mal gehört? Irgendwann mal im Unterricht. Ja. Ich habe mal ein Hörbuch von Stephen Hawking gehört. Da kam das, glaube ich, mal vor, aber... Und wichtig ist für uns jetzt nur, damit wir dann zum nächsten Schritt gehen können, einfach nur, dass diese Glockenkurve immer so ist. Körpergröße oder auch Intelligenz oder auch Schulnoten oder sowas wie Klugheit. Es gibt immer wenige Menschen, die sehr niedrige Werte haben. Viele Menschen, Glocke, ja, die mittleren Werte haben und ganz wenige, die dann zum Beispiel Genies sind oder Spitzenwissenschaftler sind. Und jetzt haben wir ein Problem, dass wir im Internet ja, wenn man da so die Diskussionen verfolgt, und ich muss das ja auch jetzt, weil ich mich die ganze Zeit ja auch darum kümmere und überall mitdiskutiere, wir haben viele Leute, die haben offensichtlich stehen, die ungefähr in der Mitte dieser Normalverteilung, aber alles, was sie nicht verstehen, da kommt es zu Hate-Reden oder das bügeln sie ab, so nach dem Motto, ich weiß es besser, ich gehöre da ganz rechts außen und ihr alle seid ja blöd und bescheuert. Ja, das ist so kognitive Dissonanz, ja.
Und das macht uns Sorgen, denn im Prinzip, wir lernen nicht mehr richtig voneinander. Im Internet lernt kaum noch einer vom anderen, weil jeder sagt, ich weiß alles. Und das kann aber nicht sein, weil wir wissen, dass es sich normal verteilt, also dass die Glockenkurve gilt. Ja? Und nicht jeder, also wir können nicht von 80 Millionen Menschen, können nicht 70 Millionen Genies sein. Das kann nicht sein. Natürlich nicht, aber... Viele verhalten sich so, als ob sie es wären. Ja, mag sein, aber ja, das mag sein, aber die Leute wissen einfach auch mehr als früher. So. Durchs Internet kannst du auf alles zugreifen, wann auch immer du möchtest. So als, alle haben Internet, sehr junge Kinder haben Internet, die können auf alles zugreifen, die wissen eine ganze Menge. So. Und das ist doch super. Wir haben aber auch das Phänomen, dass dadurch, also eigentlich jetzt dieses Weltheilungsmodell da ist, aber wir haben bei vielen Menschen einfach so eine Art Blockade, so ich kann, will gar nichts von anderen Neues lernen, weil ich weiß es eh schon, ja, und so weiter. Und das ist ein Problem, das ist wirklich ein Problem. Man sucht sich das Wissen ja sehr ichbezogen, sehr individuell raus und das ist halt, ja. Jeder so seine Echokammer, jeder sucht sich das und hält das dann für das ganze Wissen. So, aber so viel, nur dass man das sich immer klar macht, ja hoppla, es ist, man sollte auch mal darüber nachdenken, ob man nicht auch von anderen was lernen kann noch. Ne? Und das ist, daran fehlt es in Deutschland ganz gewaltig. Jetzt, nächste ganz schnelle Durchgang, wie alt ist das Universum? Jahre. 4 Milliarden Jahre. 4 Milliarden? Ich glaube älter. Ja, älter. Die Erde ist, glaube ich, 4 Milliarden Jahre alt. Das Universum ist, boah, ich weiß es nicht, aber älter. Fast 14 Milliarden, also gerade ein Zehner dazu. 13,8 gibt Wikipedia im Moment an. 13,8 Milliarden, das wäre so in 1,38 Meter Entfernung, wäre hier jetzt der Beginn, der Zeitstrahl, der Beginn unserer Welt. Und dann vor vier, ich sage immer Größenordnung 5 Milliarden Jahren, also vor 50 Zentimetern entstehen Erde, Sonne und Mond und so weiter. Und wann entsteht jetzt das Leben auf der Erde, also die Vorform der DNS? Kann man das einschätzen? Wie kann man denn wissen, wann das Universum geboren wurde? Also, ich beschäftige mich zwar mit dem Wissen... Wie alt das Universum ist, lässt sich grob an der Rückstrahlung, an irgendeiner Rückstrahlung von sehr, sehr alten Sternen, sehr, sehr weit entfernt oder sehr, irgendwie so. Es gibt so eine rote Rückstrahlung quasi. Nee, die quasi von der Hitze, irgendwie so, glaube ich, die von der Hitze herrührt, die das Universum beim Urknall abgegeben hat quasi. Und in der ersten Zeit war das sehr heiß, sehr dicht, sehr geladen quasi. Und von dieser Rückstrahlung, dieses Zustands quasi, kannst du ungefähr, irgendwie so kannst du... Genaueres sage ich nicht. Ich weiß es auch nicht so genau. Also ich bin jetzt kein Spezialist für Physik. Wenn ich die Frage stellen darf, was hat denn, also wie schlagen wir denn jetzt den Bogen? Wie können wir denn jetzt den Bogen mal schlagen? Ich gehe jetzt riesig schnell vor. Also vor etwa 3 bis 4 Milliarden, also vor 30 bis 40 Zentimetern entstand die erste DNS, damit man sich auch mal klar macht, wie viel Evolutionszeit das Ganze hatte, Leben. Ja. Was? 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 Habe ich bei Arte auch gesehen, die Doku mit den Zentimetern. Ja, ja, ja. Also gut. Ja, ich beschleunige 30 bis 40 Zentimeter Zeitstrahl und jetzt springen wir rasend schnell, damit wir richtig zu uns Menschen kommen. So ist also der letzte 100 Millionen Jahre. Und ich gehe dann jetzt einen Riesensprung, ich gehe bis ganz dicht an jetzt ran. Und was war bitte schön vor 65 Millionen Jahren? Ja, ich habe gesagt für 100, also fast. Sonnensystem? 65 Millionen Jahre Dinosaurier. Naja, ja, das Leben. Keine Ahnung. Ach, mit den Asteroiden. Asteroideneinschlag oder mit Meteoriteneinschlag. Ja, so dass Leben zerstört wurde, hier quasi auf Erden Leben quasi neu entstehen. Die Oberfläche übernommen haben. Ja, genau. Wie sahen damals unsere, also nochmal zurück,
unsere Großmutter, also du, ihr habt alle eine Großmutter, die hatte wieder eine Großmutter. Und wenn ihr das immer weiter zurückgeht, wie sah damals unsere Urgroßmutter aus vor 65 Millionen Jahren? Weil ein Fisch. Ein Fisch. Ja, ja. Amphibisch, ja, quasi. Nee, warte mal. Doch, die Säugetiere, wie eine Maus, also Säugetiere, kleine Säugetiere. Fische sind ja keine Amphibien. Wie eine kleine Maus, also ich glaube, irgendwie sowas. Ja, so, ja, also so mausartig. Und dann ging es doch weiter so, dass die dann auf die Bäume geklettert sind, sich dort an diese ökologischen Nischen der Bäume angepasst haben. Daraus wurden also Affen. Ja, also unsere Urgroßmütter waren Affen mit richtig Fell und so weiter. Und dann später ging es doch in die Savanne runter. Richtung aufrechter Gang und so weiter. Und ganz später dann Fellverlust, und wir, weil wir so als Jogger in der Savanne geschwitzt haben, ja, also und schwitzen mussten. Das ist euch bekannt, ja, ja. Und jetzt sind wir nämlich schon bei 4 Millionen Jahren, also es geht rasend schnell zum Heute. Wir gehen in ganz schnellen Schritten zum Heute. Habt ihr irgendeine Ahnung, was vor 4 Millionen passiert ist? Da ist nämlich was ganz Entscheidendes passiert mit der Menschheit. Ansässig gemacht, die sind, haben sich niedergelassen, oder? Sesshaftigkeit erst viel. Da haben sich die Linien getrennt. Die Linien, so Gorilla und Orang-Utan, so ungefähr 8 bis 6 Millionen Jahre kam es zu den Trennungen sozusagen der Linien. Ja, aber... Feuer? Ich beschleunige, ich helfe euch einfach. Feuer kommt noch viel später. Ja? Also vor 4 Millionen Jahren sahen die Menschen, hatten die noch gewisse Ähnlichkeiten im Aussehen mit den heutigen Gorillas. Und was haben Gorillas? Kurze Frage, wie groß sind die Eckzähne der Männchen und verglichen mit den Weibchen? Und wie groß ist die Körpergröße der Männchen verglichen mit den Weibchen? Hat jemand eine Idee, oder? Die Männchen sind so 1,65 mit 100 Kilo mindestens. Ja, irgendwie sowas. Sind als kleiner, so 1,55 vielleicht. So, und sind 20% dann, kleiner so, wie ich sage, als die Männchen. 20% kleiner so als die Männchen. Also rein vom Gewicht her ist es, das überrascht euch jetzt, ist das Gorilla-Männchen doppelt so schwer wie die Frauen. Doppelt so schwer. Ich glaube sogar teilweise weit über 200 Kilo. Und so ein richtiger Kavenzmann. Und die Eckzähne sind beim Männchen riesig und bei den Frauen relativ klein. Was bedeutet das für das Sozialsystem? Wie haben die wohl gelebt? Wie lebt heute der Gorilla? Was ist das für ein Sozialsystem? Wie die miteinander leben als Lebewesen? Eine Kommunengesellschaft, würde ich sagen, wo es ein Leader quasi gibt und wo alle quasi folgen und er bestimmt, was gegessen wird, wie umgezogen wird, der wo. Genau. Ne? Patriarchische Monarchie. So. Also kurz gesagt, Harem nennen wir das, also der Sultan und sein Harem, also eine Polygynie. Bei Affen so? Ist das ein Rudel oder ist das... Also einfach immer, wenn ein Mann oder wenige Männer oder ein Mann und ganz mehrere Frauen sind, dann ist es so ein Harem, also das ist eine Polygynie, also viel Weiberei einfach, ja, wissenschaftlich, ja. Und dafür, und wozu braucht er dann die Eckzähne, die die Frauen ja nicht brauchen? Wieso braucht er die Eckzähne? Wozu verwendet er die? Jagen. Ach nee, jagen die? Nee, die? Zur Verteidigung seines Harems gegen andere Gorillas. Zum Revierkampf und Balzen nennt man das, glaube ich. Also ausschließlich zum Rivalenkampf. Das heißt, die Drohung lautet, lieber anderer Silberrücken, ich klopf jetzt mal hier, mach mal den King Kong und zeig dir meine Zähne. Und wenn du nicht sofort verschwindest und meine Frauen in Ruhe lässt, dann setze ich vielleicht meine Riesenzähne ein. Und dann hast du gelitten. Ja? Und diese Drohung reicht dann meistens schon aus, den anderen zu vertreiben. Und das ist ein eifersüchtiges System mit Eifersucht, Besitz von Frauen quasi in einer gewissen Weise. Und wenn die Zähne weggehen, was bedeutet das? Wenn die Zähne weggehen, und ich darf euch verraten, dass die Werkzeuge und Waffen erst vor 2,5 Millionen Jahren erfunden werden. Das heißt, der Rivalenkampf konnte sich nicht auf Waffen übergehen oder so, sondern wenn die Zähne weggehen, was bedeutet das? Was?
körperliche Überlegenheit statt geistiger Überlegenheit. Wenn die Zähne weggehen und kleiner werden und später übrigens die Körpergröße auch kleiner wird, also die Angleichung, der Unterschied kleiner wird, was könnte das bedeuten fürs Sozialsystem? Wie haben die Menschen damals gelebt vor 4 Millionen Jahren danach? Gemeinschaftlich. Ja. Nochmal gemeinschaftlich, halt in organisierten Gruppen so. Aufgabenverteilung vorgezogen. Also eine hochkooperative, hochsoziale Gruppe ohne die Spannungen zwischen Rivalen, die sich am liebsten gegenseitig an den Kragen gehen würden. Ja? Also hochkooperativ, hochliebevoll, hochsozial. Kennt ihr, Gorillas kennt ihr, Orang-Utans und Schimpansen. Wer ist der vierte im Bunde? Bonobo. Das nicht Menschen. Bonobos sind, die Orang-Utans sind die mit dem Kragen da. Die Bonobos sind eigentlich... Das ist eine Unterkategorie von einer Affenart, von... Sind das Schimpansen oder sind das... Es sind Bonobos. So. Das war mal ein Fehler, dass man so dachte, das wären Zwergschimpansen oder so. Es sind Bonobos, die aber durchaus eine gewisse optische Ähnlichkeit mit Schimpansen haben, aber eigentlich eine völlig eigenständige Art, haben nämlich die sozialeren, die Schimpansen sind die gemeinen, aggressiven, genozidalen. Und jetzt kommt die Überlegung. Professor Franz de Waal bezeichnet die Bonobos als matriarchale Hippie-Affen und die make love not war leben. Also es ist makropolygam so irgendwo. Also ja, es ist halt so es findet halt nicht im Kleinen statt und mit einem, einer mit vielen, sondern viele mit allen. Quasi. Ja, die die regeln alles Männer. Quasi mit Sex. Ja. Okay. Auch so hochsexuell, ne? Ja. Total bisexuell. Bisexuell sogar. Ah, guck mal. Die regeln einfach alles. Alles. Und jetzt ist es eben, also matriarchale Hippie-Affen, das heißt, das ist eine hochliebevolle Lebensform mit sehr viel Spaß am Sex und so weiter, aber eben auch eben eine sehr glückliche und damit aber auch eine sehr kooperative Gemeinschaft, die durch die hohe Kooperativität erfolgreicher ist als diese konfliktartigen Sachen, wo ein King Kong-Gorilla gegen den anderen steht, sondern da gibt es eben nicht mehr dieses Gegeneinander. Also das war damals offensichtlich ganz anders als heute, wo wir ja wieder Eifersucht und alles kennen jetzt, ja, ja. Aber da sprechen wir später drüber, woher sowas kommt. Dann, dass so also merkwürdige Dinge, die eigentlich ausgestorben waren, jetzt wieder neu auftauchen bei uns, sowas auch wie Krieg. Denn in so einer hochkooperativen Gruppe, man kann sagen, die Bonobos führen keine Kriege gegen ihre Nachbargruppen. Hm? Und damals... Die paaren sich mit denen, ja. Wenn die denen begegnen, haben die Besseres zu tun, als Krieg zu machen. Die machen lieber Sex mit denen. Und so war es bei uns Menschen auch zur Zeit des späten Homo erectus vor 400.000... Wann hat sich das geändert? Wenn ich überlege, sage ich, die Menschheit hat immer Krieg geführt und sich bescheuert verhalten. So. Wann war der erste Krieg, die ersten Spuren für Krieg? Ja. Also, ja. Als die Affen runtergegangen sind von den Bäumen und zu Menschen wurden. Und dann gab es Gebietskämpfe, die halt nicht. Also mit der. Ja, genau. Ich glaube, Nahrungskämpfe, ja, ist so. Also vor 4 Millionen Jahren, Professor Friedemann Schrenk hat uns übrigens diese Informationen gebracht, dass tatsächlich da die Sozialform sich ganz gewaltig geändert haben muss. Und das ging tatsächlich immer so weiter. Homo habilis, 2,5 Millionen Jahre Erfindung der Werkzeuge. Steinmesser, Steinhämmer und so weiter. Also die Beginn der Industrie. Ja. Noch nicht. So, aber dann Homo erectus vor 2 Millionen Jahren. Dann irgendwann später der Fellverlust und dann aber auch irgendwann Feuer irgendwann, ja, dazu. Und vor 400.000 Jahren könnte man sagen, dass wir ziemlich, also voll pazifistisch gelebt haben, voll liebevoll. Übrigens der erste Krieg erst vor 12.000 Jahren etwa, die Spuren dafür, 15.000 Jahren höchstens, vielleicht sogar erst 10.000 Jahre. Also das heißt noch keine Gewalt. Ja, kein Krieg heißt ja nicht unbedingt keine Gewalt, oder? Ist das so, dass...
Gewalt erst vor 12.000 Jahren aufgekommen ist, das glaube ich nicht. Ja, also auf jeden Fall, sagen wir mal so, auf jeden Fall ist es doch eine interessante Überlegung, dass die Wissenschaft eigentlich Daten liefert, die darauf, dafür sprechen, dass es auch sein könnte, dass wir tatsächlich vor 400.000 Jahren pazifistisch, gewaltfrei tatsächlich gelebt haben, weil, weil wir damals Besseres zu tun hatten, als dem anderen was über den Schädel zu hauen, nämlich Körperkontakt und lieber liebevoll und auch mit den Nachbargruppen, wo ja dann unsere Enkelkinder leben und ja, wenn du in der Nachbargruppe bist, ja, die Töchter verlassen die Gruppe, gehen in die Nachbargruppe und haben dann Kinder, das sind ja dann die Enkelkinder und wer führt schon eigentlich, welcher vernünftige Mensch führt eigentlich Krieg gegen seine Enkelkinder? Also das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass wir vielleicht, es gibt keinen absoluten Beweis dafür, aber ganz anders gelebt haben als heute. Also nichts hier mit Krieg und Terrorismus und so weiter. Und jetzt ist die Frage, wie kam es dazu, dass wir das jetzt alles haben, diese Gewalt und alles, ja? Und deswegen jetzt die Schlüsselfrage. Was ist vor 400.000 Jahren, womit haben wir die Büchse der Pandora geöffnet? Also womit haben wir, was haben wir erfunden, dass wir dann plötzlich solche Probleme bekommen haben, plötzlich, also im Laufe von Hunderttausenden von Jahren, diese Probleme entwickelt haben. Hat jemand eine Idee, was das für eine Erfindung war? Denn das wissen die meisten nicht. Ja? Eine spezifische Erfindung, oder was? Eine Erfindung. Eine einzige Erfindung. Die hat uns alles... Materiell. Ganz konkrete Erfindung. Okay. Zu Zeiten des späten Homo erectus. Da gibt es so Filme im Fernsehen, die ersten Menschen 1 und 2, Terra X, mit Professor Friedemann Schrenk und anderen Top-Professoren, die haben das geschildert zum Beispiel. Ja? Ohne es so richtig zu betonen, denn irgendwie ist das noch so, ist so neu, dass es nicht jeder offen darüber redet. Wir haben das erfunden, was kein einziges Tier macht. Nein, Religion 170.000 Jahre. Feuer war schon vorher. Ja. Aber das macht ja auch kein Tier. Nee, einfach. Ich helfe euch, um es abzukürzen. Tauschhandel. Kein Tier tauschhandelt. Das einzige Lebewesen, das hingeht und Handel treibt, sind wir. Und der Fernhandel, jetzt habe ich die Zahl letztes Mal falsch gesagt, Friedemann Schrenk sagt, vor 140.000 Jahren haben wir sogar schon die Zeichen für Fernhandel, also über ganz große Entfernungen. Richtige große Entfernungen schon. Also der Nahhandel muss natürlich viel früher erfunden sein und da sagt man etwa 400.000 Jahre. Und man könnte sagen, der Homo sapiens, der vor 300.000 Jahren angesiedelt wird, im Prinzip ist es ja immer eine Linie. Ne? Es gibt ja keine, es ist nicht, Homo erectus ist ja nichts anderes als Homo sapiens. Nur der eine war, den einen benennt man anders als den anderen. Es gibt auch Theorien, dass es viele von denen parallel zur gleichen Zeit gibt oder gibt und gab. Zum Beispiel den Neandertaler. Ja, also generell ist es ja, also gehe ich auch von aus, dass es halt, das ist ja eine, irgendwie Kulturkreislehre hieß das, das haben wir immer in Musikwissenschaften gelernt, dass die Leute irgendwie früher davon ausgegangen sind, dass Veränderungen oder irgendwie Erfindungen oder Errungenschaften, neue, nur an einem Ort ja passiert sein könnten und von da aus und so irgendwie. Diese quasi nach der Affentheorie. Dass irgendwo erfunden wird. Es gibt ja inzwischen auch schon wieder viele Hinweise darauf, sage ich mal, dass quasi eben das Leben nicht in Afrika entstanden ist und sich ausgebreitet hat, sondern parallel an vielen Ecken quasi entstanden ist. Ja, wobei die meisten Professoren immer noch behaupten, dass also die Sapiens-Linie, also unsere Linie, dann wirklich in Afrika vor 300.000 Jahren sozusagen aus diesem dortigen Homo erectus hervorging, während zum Beispiel die Neandertaler da schon längst in Europa waren zum Beispiel, ja, oder schon da auf dem Weg nach Europa waren. Aber jetzt kürze ich es ab, damit es spannend bleibt, denn wir wollen uns ja jetzt der Lösung nähern, ja. Was... Ja, ja, es kommt ja gleich die Lösung dafür. Erstmal das Problem. Wenn ihr jetzt, jeder von euch ein kleines Kind hätte, auf dem Schoß gerade oder so, und hier sind giftige Kräuter und giftige Pilze und dabei auch gesunde Kräuter und gesunde. Welche würdet ihr, je nachdem, auf was wärt ihr genetisch programmiert, was würdet ihr eurem Kind zeigen und warum? Was es essen kann und was nicht. Ja, genau.
Und warum ist das so? Warum sind Eltern so, dass sie den Kindern nicht die giftigen Pilze geben? Warum sind wir so? Weil wir uns fortpflanzen und entwickeln wollen. Weil der genetische Code erhalten bleiben soll. Ja, weil der genetische Code soll erhalten bleiben einfach. Das heißt, also wir sind ja alle nur deswegen sitzt ihr hier, weil eure Vorfahren alle dafür gesorgt haben, dass diese Linie zu euch nie unterbrochen wurde und das schon seit 3 bis 4 Milliarden Jahren. Also genau genommen gibt es irgendwo einen Einzeller, der euer Urgroßelter ist. Ja? Weil die Kette war nie durchbrochen. Wenn sie durchbrochen werden würde, das wäre wie bei Zurück in die Zukunft, da werdet ihr plötzlich verschwinden, so aus dem Bild raus. Ja? Also einfach weg sein. Ja? Aber ihr seid eben da, also ist eure Kette nie durchbrochen worden, meine auch nicht. Ne? Und also das heißt, weil Organismen verhalten sich so, dass ihre DNS in der Zukunft noch weiter existiert. Und jetzt guckt euch aber den ersten Händler an, den ersten Nahhändler, der aus 30 Kilometer Entfernung kommt, dort seine Kinder hat. Und wie ist es für ihn, wenn er die ersten Süßigkeiten Vorläufer mitbringt, die Vorformen der Süßigkeiten zum Beispiel und vielleicht schon die eine oder andere nicht so ganz gesunde Leckerei, wie steht er zu eurem Kind und zu euch? Was unterscheidet sich da? Ihr als Eltern gegenüber dem Kind und der Händler gegenüber dem Kind? Haben die gleichen Ziele und Interessen oder wie unterscheidet sich das? Ja. Kaufen. Ja, er will verkaufen, der Händler will verkaufen. Aber wenn damit getauscht wird, dann wird da noch gar nichts verkauft. Tauscht heißt Ware gegen Ware. Ware gegen Ware. Ware ist ja auch ein Tausch, das ist ja scheißegal. Also ist ja Tausch, aber egal. Tausch. Das ist ein Vorteil quasi. Das ist eigentlich auch geil, jeder quasi das, was er kann und was er anzubieten hat, dem anderen anzubieten für das, was er kann. Tauschhandel halt. So, das ist eine schöne Vorstellung, aber. Jeder hat seinen Vorteil. Das wird aber heißen, dass man so impliziert, dass der Mensch komplett egoistisch ist. Und nicht wirklich, wie sein Wesen sein sollte, kommunal denkend ist. Also, trotz dieser liebevollen Gemeinschaft ist es schon so, dass DNS, das weiß man halt aus der Biologie, das immer etwas Egoistisches hat. Also das heißt, trotz dieser Gemeinschaft hat jedes Lebewesen immer auch egoistische Züge, auch innerhalb der Gemeinschaft, auch wenn die in dem Falle nicht zu Rivalenkampf führen und so weiter. Aber es gibt schon auch, also sagen wir mal so, immer die Tendenz, jedes Lebewesen hat die Tendenz, sich so zu verhalten, dass es eine größere Wahrscheinlichkeit hat, selber viele Kinder zu hinterlassen, und dass der andere vielleicht einen Tick weniger Kinder hinterlässt. Ja? Das ist unausrottbar mit DNS verbunden. Ja? So. Aber jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Punkt. Wenn der Händler jetzt zum Beispiel Süßigkeiten an die Kinder ranträgt, ja, dann macht er großen Gewinn. Und wenn die Kinder alt genug werden, dass sie selbst noch immerhin Kinder kriegen, ja, die dann wieder als Kunden dienen, dann sterben seine Kunden auch nicht weg. Aber trotzdem ist dann, unabhängig von der Frage, also wenn die Kinder schon geboren sind, kann der Mensch eigentlich ruhig früher sterben an den Krankheiten, die er durch das Essen bekommen hat. Also das ist, was aus den Menschen dann wird, ist ihm relativ gleichgültig, oder? Seht ihr das anders? Kommt drauf an, ob du einen Dauerkunden haben willst, also ob du ihn von dir abhängig machst oder nicht. Also, wenn du schlau genug bist, dann erschaffst du ein Abhängigkeitsverhältnis aus der Sicht des Händlers. Ja, klar. Also, aber wir sind uns einig, dass der Rewe da im Moment nicht gerade viel dafür tut, dein Kind gesund zu ernähren, sondern dass er versucht, zu Zucker zu verführen, zu Zuckergetränken, die zu Diabetes und Übergewicht mit beitragen können. Wenn wir uns die USA anschauen. Guckt ihr auch mal bitte unsere Gesundheits- und Ernährungsministerin an oder Landwirtschaftsministerin. Das ist ja auch überall auf der Welt. So Profitgier halt treibt das auf die Spitze und im Endeffekt fressen wir alles Scheiße. Ja. Ist wirklich so. Ja, das heißt, jetzt haben wir doch die Ursache erkannt, dass nämlich der Händler
solange wir die Marktsituation ungelenkt und ungesteuert machen, dass sich dann etwas entwickelt, dass der Händler im Prinzip in gewisser Weise gegen uns ist. Er braucht uns als konsumsüchtige Konsumenten, aber an unserer Gesundheit und so weiter. Denken wir an USA, wo die Leute so fett mittlerweile sind durch die McDonald's-Nahrung und so weiter. Liberaler Markt, Marktwirtschaft so. Ist ja nicht soziale Marktwirtschaft so wie bei uns, weil wir haben gewisse... Liberale Marktwirtschaft. Nein, wir haben eine soziale Marktwirtschaft. Ja, theoretisch. So, ja. Im Buch. Das ist schon deutlich. Ja, wir haben natürlich... Also wir haben schon Spuren von sozialer Marktwirtschaft, aber im Prinzip ist das, was der Rewe macht, eigentlich genauso liberale Marktwirtschaft wie sonst auch. Ja, und das ist das Problem. Das heißt also, was müssen wir als Lösung machen, wenn wir eine gesunde Welt wollen? Staatlichen Eingriff in die freie Marktwirtschaft und kompetente Politiker. Staatlichen Eingriff in die freie Marktwirtschaft und kompetente Politiker. Junge Politiker. Keine Berufspolitiker. Das ist so ein Bullshit. Aber das mit dem staatlichen Eingriff ist genau das, worum man nicht drum herum kommt. Wir müssen die Gewinnausschüttungen an die Händler und an die Ärzte und die Pharmakonzerne und all die gesamte Wirtschaft in Zukunft abhängig machen davon, dass sie nachgewiesenermaßen, wir messen das dann sozusagen, nachgewiesenermaßen unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden und dafür sozusagen verbessert haben. Marktwirtschaft oder was? Kooperative oder solidarische Marktwirtschaft, ja? Ja, Instrumente einfach, um bestimmte Leute zu bestimmten Sachen zu zwingen, sage ich jetzt mal, so wie diese... In England funktioniert das zum Beispiel mit Softdrinks auch, dass sie da halt eine Steuer auf so und so viel Zuckergehalt quasi gepackt haben und jetzt haben die den Zuckergehalt gesenkt. Und das ist ja klar, man muss irgendwie so ein bisschen Krieg führen gegen die freie Marktwirtschaft. Du hast jetzt extra... Entspannt quasi. Das entspannt, genau. Also Krieg führen gegen die Wirtschaft ist zu hart gesagt, gell? Denn wenn einen Krieg gegen die Wirtschaft könnten wir nicht gewinnen, weil am Ende haben die mehr Geld und Macht und Killer. Ja, auch nichts von, wäre ja auch irgendwie bescheuert so. Also eine Steuer ist ja durchaus, habe ich jetzt auch das erste Mal gehört, aber ist jetzt finde ich durchaus sinnvoll. Manche Länder haben Zuckersteuer eingeführt, Salzsteuer eingeführt und auch die Zigarettensteuer und so weiter. Aber was ist das Problem bei steuerlichen Maßnahmen? Wie schnell geht sowas immer? Wie lange meint ihr, wie viele Jahrzehnte bräuchte es, bis wir in Deutschland den wissenschaftlichen Krieg geführt haben? Da brauchen wir halt für den anderen Schüssel auch noch ein bisschen. Also ich... Irgendwann wird das... Wird sich das ändern, aber dauert. Also ich denke, bis wir in Deutschland, also wir haben beim Rauchen, haben wir in Deutschland, glaube ich, 50 Jahre gebraucht, bis ein bisschen was passiert ist und das mit größtem Widerstand der Zigarettenindustrie und mit ganz vielen bezahlten Studien und so weiter, die mir immer wieder quergesteuert haben und so weiter. Und also dieser Kampf, die Steuer ist umständlich, ist das Problem, ja? Und es gibt eine bessere Lösung. Es gibt eine bessere Lösung als die umständliche Steuerlösung. Und zwar jetzt, ich erzähle euch jetzt das Beispiel. Das nennt sich bei uns Kombi-Reform Ernährung, Gesundheit und Pflege. Das ist unsere erste Reform von 20 Reformen. Zweite Scientist for Future, 20 Reformen und die erste davon ist die Kombi-Reform Ernährung, Gesundheit und Pflege. Ja. Gehen wir die alle durch? Nein. Okay. Gehen nur diese Kombi-Reform Ernährung, Gesundheit und Pflege durch und sonst nichts, damit ihr die Grundidee versteht. Und die Grundidee ist die, mit dieser Reform unheimlich viel volkswirtschaftlichen Gewinn zu erzielen und den Gewinn dann teilweise einerseits als Wirtschaftsförderung in der Wirtschaft belassen, vielleicht sogar langfristig damit Steuern senken, mit diesem enormen Gewinn, der dann ja dauerhaft kommt, ja, nach der Reform. Das ist ja kein kurzfristiger Gewinn, sondern jedes Jahr 200 bis 500 Milliarden Euro plus wollen die Professoren erzielen. Ja, in der Staatskasse letztendlich. Und davon können wir uns dann die Klimaziele leisten und können sozusagen der Welt zeigen, also Wirtschaftswunder. Das
Ja. Wie soll das denn vonstatten gehen? Deswegen. Kombireform Ernährung und Gesundheit und Pflege. Mein Hausarzt soll in Zukunft nach einem komplizierten, aber problemlos machbaren Bezahlungsschlüssel dann am meisten Honorar bekommen, wenn er mir abends, am Wochenende, spaßmachende, entertainmentmäßige Gesundheitskurse, Ernährungskurse, Einkaufskurse, Kochkurse, Sportkurse, einen eigenen Sportverein macht, Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten und so weiter. Also so eine Art Gesundheitsgemeinde entsteht rund um den Hausarzt, rund um 1000 Leute. Und mal kommen die, mal man lernt neue Leute kennen, wie der soziale Gemeinschaft. Erinnert ihr euch was an die Gruppe vor 400.000 Jahren? Also so ein Stück wieder auch Gruppe, sozial. Soziales Leben, weniger Vereinsamung, weniger. Und die kriegt, mein Hausarzt kriegt das höchste Honorar, wenn ich nie krank werde, und das etwas geringere Honorar, wenn ich häufiger krank werde. Das ist tatsächlich eine gute Idee, um halt Medizin nicht zu einem Geschäft zu machen. So um, das ist eine gute Idee, aber nie, ich, guck mal hier, würde niemand zu einem Kurs gehen, den dein Hausarzt. Ich habe nicht mal einen Hausarzt. So. Hier würde niemand zum Kurs gehen, den sein Hausarzt gibt. So. Aber die Idee an sich, quasi Medizin nicht zum Geschäft, sondern zu einem gemeinschaftlichen Projekt zu machen, ne, Ärzte danach zu honorieren. Jetzt gibt es noch eine. Ja. Medikamente zu verkaufen, das ist an sich eine gute Idee. Aber wie soll die sich umsetzen lassen? Ja, also es gibt jetzt ein Merkmal noch, darüber wird diskutiert. Das kann, die einen wollen es, die anderen wollen es nicht. Die sogenannte Beitragsrückerstattungs-Sonderbelohnungsprämie. Das heißt, ich kriege richtige viele 100 Euro pro Jahr zurück. Beitragsrückerstattungs-Sonderbelohnungsprämie. Und ich kriege dann quasi jedes Jahr viele 100 Euro zurück, wenn ich irgendwie kerngesund geblieben bin. Und wenn ich viel Geld zurückkriegen will, dann gehe ich ab und zu diesen Kursen, den kostenlosen Kursen meines Hausarztes, weil der mir vielleicht noch ein paar neue Sachen beibringt. Da muss man dann quasi irgendwie eigentlich ein Punktesystem einführen mit diesen Kursen, die Leute schon wieder irgendwo dazu zwingen, dahin zu gehen. Wenn du das Geld zurückhaben willst, musst du zu den Kursen gehen. Das wäre völlig falsch. Das haben die Krankenkassen ja teilweise schon mal gehabt. Und das ist völliger Quatsch, weil es bringt überhaupt nichts, seinen Hintern in einen Kurs zu setzen. Entscheidend ist doch, ob ich überhaupt was anwende davon. Du musst am Endergebnis messen. Nein, du musst das Endergebnis messen. Wenn der Mensch übers Jahr nicht krank wird. Jedes Jahr einmal. Also jedes Jahr einmal eine Untersuchung quasi. Nein, das wird gar nicht untersucht, sondern wenn du zum Beispiel, nimm mal an, du bekämst Krebs, dann würdest du automatisch irgendwie vielleicht im Krankenhaus landen, es entstehen große Kosten und die werden irgendwo mathematisch deinem Hausarzt zugerechnet und werden abgezogen von der Prämie, die du kriegst, also von deiner Beitragsrückerstattungsbelohnungsprämie. Ganz einfach. Wenn du mit dem Auto angefahren wirst und dann kein Geld mehr kriegst, wenn alle anderen Geld kriegen, weil sie... Deswegen finden manche die Prämie nicht so gut. Ja, also das. Ich finde die Prämie funktioniert nicht. Also ich finde die Idee gut, aber die Prämie funktioniert nicht. Ja, die Prämie muss auch nicht sein. Das ist das doch alles, worüber wir jetzt sprechen. Eventuell die Leute sogar irgendwie glücklich stimmen und miteinander funktionieren, kriegst du aber ja niemals durch. So, solange wir Versicherungen haben. So. Also ich finde super. Ne, so ein Programm aufzustellen, aber irgendwo muss man natürlich auch ansetzen an dem, was man hat. Und man kann ja nicht... Also wir lassen mal diese Prämie weg. Wir lassen mal diese Prämie weg, weil die wirklich umstritten ist. Da sagen die einen unbedingt ja, die anderen sagen nein. Also was ich sagen wollte, ist, nichts von dem, was wir jetzt besprechen, wird jemals umgesetzt werden, außer wenn die Gesellschaft darüber 4 Wochen, 5 Wochen, 8 Wochen nonstop diskutiert und dann sagt, was sie will und nicht will. Und ohne irgendwelche Umfragen und was würden sie, ja, und wie Wähleranfragen, wird sowas nie entschieden. Es soll einfach in die öffentliche Diskussion kommen. Der Punkt, darüber zu reden, ist ja das Wichtigste quasi, dann eigentlich das einfachste Mittel von uns, so der Bürger. Sowas. Die Krönung der Forschung lautet Wohlfühlnote. Das heißt, ich würde jetzt in Zukunft
zum Beispiel bei jeder Wahl eine Wohlfühlnote abgeben, wie es mir geht. Wir fangen alle an mit 3 bis 4, Durchschnittsnote, 3 bis 4. Und wenn ich jetzt morgen Krebs bekomme, gebe ich halt dann eine Extranote ab und sage, heute geht es mir 5- oder 6, ja, oder so. Ja? Weil es geht nur darum, wie es mir geht. Und die wird dann noch mit reingezogen, die Wohlfühlnote sozusagen, um dann eben auch der Rewe-Chef, ja, hier vorne und der Alnatura-Chef da hinten, die kriegen beide, die Marktleiter, kriegen dann beide aus dem Krankenversicherungsbereich von den eingesparten Krankheitsbehandlungskosten, wir werden also viele Überschüsse bei den Krankenversicherungen haben durch das neue System, und da kriegt der Frau Professor Dr. Michaela Döll, darf ich zitieren, allein durch Ernährung, bessere Ernährung in Deutschland, etwa 50% Krebsfälle, die gar nicht stattfinden, sondern eingespart werden. Und das bedeutet doppeltes Geld. Ja. Weniger Karzinogene. So straight up. Keine Zigaretten mehr rauchen, kein Alp. Aber jetzt wirklich mal, das funktioniert ja. Ja, genau. Wer garantiert denn überhaupt eigentlich, dass dieses Rating-System anständig ausgeführt wird? Da sitzen so ein paar Jugendliche jetzt auf der Bank hier und denken sich so, ah, ich rate mal heute meinen Arzt, so, ja, keine Ahnung, geht's mir gut, aber ja, sollten wir mal zum Arzt. Also, wir sind uns einig, Ratingsysteme dürfen das auf keinen Fall sein. Denn diese Wohlfühlnote heißt ja nicht, ich sage, ob ich meinen Arzt gut finde oder nicht. Wenn ich schlecht gelaunt bin und der Arzt ein bisschen komisch war, dann sage ich dann plötzlich, das ist ein Arschloch, also gebe ich ihm eine schlechte Note oder so. Das nicht, bloß kein Rating. Sondern einfach nur, wie geht es mir wirklich? Ja? Da kann man doch immer flunkern. Warum sollte ich flunkern? Es geht doch darum, dass ich will doch praktisch über meine Wohlfühlnote will ich doch zum Herrscher der Welt werden. Also dass ich will doch die Wirtschaft dazu zwingen, sanft und behutsam, dass sie nicht mehr gegen mich arbeitet, sondern mir dient. Und dazu muss ich doch eine realistische Wohlfühlnote abgeben. Denn wenn ich zum Beispiel, ich bekomme Krebs und gebe eine 1+ ab, das wäre ja Schwachsinn, dann würde ich ja quasi die Wirtschaft in die völlig falsche Richtung lenken. Ja? Also, wenn es dir schlecht geht, gibst du eine schlechte Note bei was? Bei der Wahl. Wem gibt man wann die schlechte? Wer kriegt das in die Hand? Das müssen wir deutschlandweit diskutieren, ob wir es nur bei jeder Wahl machen. Ja? So über die Wahlabstände, oder ob wir es zwischendurch auch abgeben. Und zwar, ich bin nämlich der Meinung, wenn es einem richtig schlecht geht, sollte man das auch abgeben können, die Note. Und dann wird quasi für jede gute Stimme ein gewisser Prozentsatz aus einem gemeinsamen Pott an Leute in bestimmten Positionen ausgeschüttet. Ja, zum Beispiel der Rewe-Händler und der Alnatura-Chef kriegen dann einen Zuschlag, einen Gewinnzuschlag, dann, wenn die Kunden, die mit ihrer Krankenversicherungseinkaufskarte... Werden die Kunden dann am Einzugsgebiet des Supermarkts gemessen? Ja, aber ganz konkret, erstmal war noch die Frage, wer macht das Ganze? Das darf ausschließlich eine Instanz in Deutschland, der wir nämlich vertrauen. Vertraut ihr dem Bundeswahlleiter? Ganz kurz weiter. Also wir sind schon fast am Ziel, ne? Also das heißt, der Bundeswahlleiter und das Statistische Bundesamt Wiesbaden ist die einzige Instanz, die wir in Deutschland haben, der ich vertrauen würde. Ich würde keiner Universität mit den ganzen wirtschaftsabhängigen, gelderabhängigen Studien und deren Fälschung und so weiter. Wir dürfen auf keinen Fall irgendeiner Universität dabei vertrauen. Das Statistische Bundesamt Wahlamt Wiesbaden kann ja an jeder Uni eine Außenstelle kriegen, ja, sozusagen. Aber das muss quasi mit Kriminalpolizei, mit den besten Statistikern müssen die Daten... Da so viele Idioten wie in allen Bundesdienst- und Amtsstellen und was weiß ich was ja offensichtlich besetzt sind quasi oder angestellt sind, vertraue ich auch den staatlichen Behörden ja nicht so, ganz ehrlich. Also das ist auch eine schöne Vorstellung so, aber der Staat ist damit ja so krass verflechtet, so dem vertraue ich da genauso wenig. Jetzt gibt's es gibt ein entscheidendes Argument. Das entscheidende Argument ist, dass mittlerweile zum Beispiel die Altersforscher wie Professor Sven Völpel
ganz klar sagen, eigentlich steht uns ein Leben von 127 Jahren zu. Und davon sind wir 40 Jahre entfernt, mehr als 40 Jahre entfernt. Das heißt, eigentlich ist es so, dass uns... So theoretisch. Nach unserem jetzigen wissenschaftlichen Kenntnisstand, okay. Das bedeutet also, ich will es mal so sagen, ich kann es euch begründen. Die Evolutionsbiologie stellt den Beweis dar, also das Naturgesetz von Mutation und Selektion, dass unsere jetzigen Bezahlungsschlüssel, die wir haben, ja, notwendig dazu führen, dass tatsächlich die Wirtschaft sich immer weiter und immer noch stärker quasi zur Schädigung unserer Gesundheit, unserer Lebensqualität und unsere Langlebigkeit und alles führen muss. Ja? Alles an sich auf Profit und auf ungesunden Wachstum aufgebaut. Und jetzt habe ich das Problem, dass ich zwar auch das Problem sehe wie du, nämlich dass es so nicht so schön ist, dass wir irgend so eine statistische Instanz brauchen, aber wenn wir die Gewinne fair entwickeln wollen, ist das, für mich ist das so das kleinere Übel. Also ich muss dieses Übel mit diesem Statistischen Bundes- und Wahlamt Wiesbaden quasi eingehen, will ich nicht den Totalschaden für die Erde, den Planeten, für die Umwelt und für meine Gesundheit und meine Lebensqualität haben. Denn wir haben noch nicht erklärt zum Beispiel, warum wir zum Beispiel heute wieder eher so sind, ja, zum Beispiel Eifersucht wieder kennen und alles und nicht mehr in Gruppen leben und sozial leben. Das liegt daran, weil der Händler braucht den einsamen, kaufsüchtigen, konsumsüchtigen Kunden. Das ist doch auch ein Ding, was sich in unsere Mentalität seit wie lange? Was war das? 400.000 Jahre? Seit 400.000 Jahren einbrennt, so was ja lange nicht mehr nur ein Problem des Systems quasi ist, in dem wir leben, sondern so sind Menschen. So. Also, ich würde sagen, Menschen sind einfach durch diese Ebene. Ja? Aber um die Diskussion, also um das kurz zu sagen, das heißt, es ist möglich, wir sprechen heute von der mimetisch-genetischen Evolution, also Mem von Memory, verhaltenssteuernde Gedächtnisinhalte, also Gene und Meme. Und das, was du eben sagst, ist quasi so, es kann sehr gut sein, dass in den letzten 400.000 Jahren sich gar nicht unsere Gene verändert haben, seitdem. Nicht diese Gene jedenfalls nicht verändert haben, sondern wir mimetisch verändert wurden. Das heißt, dass durch die Geschichten, die der Märchenerzähler begonnen hat, der Händler begonnen hat, vor 400.000 Jahren am Feuer zu erzählen, damals gab es schon Feuer, ja, diese Geschichten, die können so manipulativ gewesen sein, dass sie uns so ähnlich wie bei den, dass sie uns quasi wieder zum Beispiel die Eifersucht beigebracht haben. Wir sehen das übrigens ganz konkret. Es gibt Mosoos. Das ist Mosoo in Hinterchina ist ein matriarchales Volk. Und jetzt kommt unser Fernseher, die ersten Fernsehgeräte kommen dort rein und plötzlich fangen die Kinder zum ersten Mal in ihrem Leben, fängt jemand an, eifersüchtig zu argumentieren und zu denken. Also das heißt, also es kommt darauf an, welche Pädagogik uns wie seelisch macht. Ja? Das heißt, wir können nicht ausschließen, dass wir auch vielleicht eine genetische... Also einen pädagogischen Ansatz, also einen Lehrauftrag im Grunde, haben diese Leute vor. Ja, also im Prinzip ist es so, wenn der Händler plötzlich nur noch dann am meisten Profit macht, wenn ich nicht krank werde, ja, dann hat der Händler zum Beispiel kein Interesse daran, mehr manipulative Geschichten zu verbreiten, sondern Aufklärung. Und der Arzt zum Beispiel hat ein Interesse daran, zum Beispiel zu sagen, Leute, warum zieht er nicht in eine Wohngemeinschaft zusammen? Ich helfe euch, ich bin als Mediator, helfe ich euch, Konflikte zu schlichten und so weiter. Ja. Wie lässt sich das? Das lässt sich doch nicht umsetzen. Du hast jetzt beim Arztbeispiel quasi einfach einen riesen Apparat im Rücken in der Pharmazie, der... verschwindet ja nicht, den kannst du auch nicht abspeisen, so die, weißt du, also ich bin da, ich, ja, in der, ja, ja, schon. Und brauchen Krebsfranke, um ihren Gewinn weiterzumachen. Also du kannst halt mit den politischen Instrumenten, die wir halt haben, Stück für Stück versuchen, auf den Weg zu bringen, diese Leute durch gewisse Vorschriften und Steuern und quasi Gesetze
in die richtige Richtung zu lenken und halt zu gucken, die Ressourcen gleich zu verteilen und irgendwie sozialere Marktwirtschaft und so zu entwickeln. Aber heißt übrigens menschlichere, sozialere Marktwirtschaft, das, was die Professoren vorhaben. Okay, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das über eine... Auf jeden Fall gut, hoffnungsvoll, aber das braucht halt ganz viel demokratischen Wille. So, Alter, wenn... Das ist genau... Also, im letzten Lied, so klar muss der Staat Gelder investieren, ne, um bestimmte Sektoren voranzubringen und so, aber solange hier jemand, ich weiß nicht. Was haltet ihr von der Idee, die Professoren haben? Also die Professoren sagen ganz einfach, die sagen, wir erzeugen so viel neues Geld. Stell dir vor, jeder Krebskranke arbeitet ja in der Wirtschaft weiter, ist dort nicht krankgeschrieben, kostet nicht Lohn und Gehalt, sondern produziert weiter und ist innovativ, kreativ tätig. Und dieser volkswirtschaftliche Gesamtgewinn, der reicht aus, um die Pharmakonzerne, die ja nicht ihren gesamten Umsatz verlieren, sondern erstmal nur, die liefern ja in 200 Länder der Erde, ja, die Pharmakonzerne. In einem Land geht jetzt der Umsatz an Chemotherapie-Medikamenten etwas zurück, ja, und zwar deutlich zurück, ja. Und jetzt ist der Punkt der, dass die Professoren sagen, wir müssen dann die Aktionäre entschädigen, weil wenn die Industrie ihre Lobbyistenarmee losschickt, dann sagt Frau Merkel und auch der Habeck, knicken ein und sagen, na gut, dann machen wir gar nichts. Ne? Also das heißt, wir sind uns aber einig, ohne diese Wirtschaft zu entschädigen, wir können nicht gegen die Wirtschaft gewinnen. Wir müssen versuchen, mit ihr zu leben. Und die Pharma... Wirtschaft entschädigen, weil wenn wir eigentlich so die Masse so für die Wirtschaft arbeitet und der Wirtschaft... Indem wir halt unser Geld in die richtigen Leute investieren. Das ist tatsächlich so ein Ansatz, der ist echt hart, vor allem in der Stadt, so, weißt, wo du alles um die Ohren geballert kriegst. Aber wenn du als Endverbraucher quasi deine Macht, sprich dein Geld, irgendwo in die richtigen Unternehmen investierst, bei den richtigen Leuten bla einkaufen gehst und so, weißt du, aber es geht auch um den Hebel, den wir haben, so sage ich mal, und die Wahl. Aber reicht das aus? Also konkret sind da Aktionäre beim Pharmakonzern, ja? Und auch wenn die dann die Perspektive haben, dass sie zukünftig Stoffe entwickeln oder auch Monsanto zum Beispiel Stoffe entwickelt, die Böden entgiften, reinigen, säubern, damit wir nicht mehr, und Schluss mit Glyphosat und all diesem Kram, die müssen ja neue Arbeitsfelder haben. Die müssen jetzt Gesundheitsförderung richtig da Gewinne machen können. Ja? Aber da wird es Lücken geben. Die werden Einbußen haben. Also wenn die nichts davon haben, die großen Konzerne, dann macht es, also bringt es kein Geld, interessiert es uns nicht so. Und du kannst einfach, du musst denen das irgendwie verkaufen, natürlich. Aber deren Industrie ist ja darauf ausgelegt. Was sollen die davon haben, wenn die ihr ganzes System, ihr internes System umstülpen? Das kostet die unglaublich viel Zeit, unglaublich viel Geld kurzfristig. Und nun mal sind Aktionäre nicht auf länger als 30 Jahre. Und deswegen müssen wir die entschädigen, und zwar wirklich aus den Staatsgeldern heraus. Was ich euch nicht deutlich genug gesagt habe, die Professoren wollen mit diesen 20 Reformen, wir sprechen gerade über eine von 20, wollen die ein Plus erzielen von in den nächsten 100 Jahren 20... Nein, das ist ein Missverständnis. Die wollen ein Plus erzeugen von 20 bis 50 Billionen Euro plus. Nein, innerhalb jedes Jahr 200 Milliarden bis 500 Milliarden. Und 200 Milliarden bis 500 Milliarden reichen 10-mal aus, um die Pharmaaktionäre zu entschädigen. Die Deutschen, wenn der Rewe-Markt eher sozusagen den Leuten tendenziell empfiehlt Gemüse, Obst und andere gesunde Sachen und die anderen Sachen, die etwas ungesünderen, eher in den Hintergrund stellt. Und wenn der Hausarzt alles dafür tut, der bis jetzt immer gesagt hat, essen Sie ruhig, was Ihnen schmeckt, es hat alles mit Ihrem Krebs nichts zu tun. Wenn der jetzt doch, der hat am Ende nur noch Zeit dafür. Ja,
Aber dadurch, dass die Menschen seltener krank werden, entsteht ein ungeheures Plus. Das sind ganz viele Milliarden. Wir verlieren jedes Jahr, verliert allein die deutsche Wirtschaft durch Krankschreibungen 118 Milliarden pro Jahr. Und ja? Nee, das ist auch ein super, super Ansatz. Das heißt, die Professoren wollen die Krankheitshäufigkeit runterfahren durch die Reformen. Dann werden viele Gelder eingespart und mit diesen eingesparten Geldern können wir viele Aspekte entschädigen. Wir müssen nämlich auch bei den Kohlekraftwerken, ja, wenn wir die stilllegen, wir müssen die Mitarbeiter an der Hand nehmen, wir müssen denen helfen, die frei werden. Und wir müssen auch den Konzernen in Deutschland, kriegst du es nicht hin, dass du ein Kohlekraftwerk einfach enteignen kannst. Du musst es stilllegen mit Entschädigung. Ich glaube nicht, dass wir drum rumkommen, die Pharmaindustrie zu entschädigen. Also das ist wirklich eine gute Idee. So, der Ansatz ist ja echt korrekt. So, und ich glaube, es lohnt sich auch darauf hinzuarbeiten. Wir haben jetzt eine Perspektive, dass wir diesem, ich sag's mal hart, diesem bösartigen Raubtierkapitalismus sozusagen seine Giftzähne ziehen können und ein gesundes, menschlichere, sozialere Marktwirtschaft, ein menschliches System kriegen, was am Ende zu einer Gesundung der Erde und glücklicherem und gesunderem Leben und mehr Bock am Leben und vielleicht mehr Körperkontakt, mehr Liebe und so weiter führt. Und das gucken, ob das funktioniert. Ich finde die Idee super. Die Idee ist super. Ja.